Herzlich willkommen. Ich zeige Ihnen nun, wie Sie in einem Moodle-Kurs die Selbsteinschreibung aktivieren können. Klicken Sie dazu auf Einstellungen, Nutzerinnen und Einschreibemethoden. Hier sehen Sie eine Liste mit vorhandenen Einschreibemethoden. Auch die Selbsteinschreibung scheint hier auf, sie ist allerdings noch nicht aktiviert. Ich klicke auf das Auge-Symbol, um die Selbsteinschreibung zu aktivieren. Falls Sie in der Liste noch keine Selbsteinschreibung vorfinden, können Sie diese über das Dropdown-Menü hinzufügen. Zum Schluss überprüfen wir noch die Einstellungen für die Selbsteinschreibung. Wir wollen, dass sich User ohne Einschreibeschlüssel einschreiben können. Hier ist keiner vorhanden. Das heißt, die Einstellung ist richtig und wir speichern die Einschreibemethode. Die Selbsteinschreibung ist nun für die Rolle Student in Ihrem Kurs aktiviert.